Hallo bei der Klimazeit, unsere neue wöchentliche Sendung zu allen Themen rund ums Klima. Heute geht es bei uns um die UN-Klimakonferenz in Ägypten, kurz vor ihrem Beginn in Sharm el-Sheikh. Vor der Küste im Roten Meer hält dieses Riff der Erderwärmung noch stand. Ein Drittel der Korallen weltweit sind allerdings schon zerstört. Wie lange es diesen Lebensraum hier also noch geben wird, hängt auch davon ab, was auf der Weltklimakonferenz beschlossen wird. Die findet statt, während Krieg, Corona und Energiekrise. Ist da der Klimaschutz den Menschen vielleicht gar nicht mehr so wichtig? Statista hat junge Erwachsene gefragt, was sind die größten Herausforderungen, mit denen die Jugend zu kämpfen hat. Und die Antwort ist eindeutig. 47% sagen, es ist der Klimawandel. Danach erst kommt zum Beispiel finanzielle Absicherung mit 25% oder die Work-Life-Balance mit 13%. Ja, zu sagen, dass der Klimawandel die größte Herausforderung ist, ist die eine Sache. Sich selber engagieren eine andere. Wir haben zwei Frankfurterinnen getroffen, die bei Fridays for Future aktiv sind und sie gefragt, wie steht die Klimabewegung momentan eigentlich da? Alltag zweier Freundinnen. Treffen auf dem Unicampus. Lia Wolf ist 20. Sie studiert hier Bauingenieurswesen an der Frankfurt University of Applied Sciences. Kira Lennart ist 19, hat frisch ihr Abi in der Tasche und macht jetzt eine Ausbildung zur Elektronikerin. Der Klimaschutz, ein Thema, das die beiden vereint und prägt. Ich sehe in meinem Studium alles, was eben technisch möglich ist im Bereich Klimaschutz. Und gleichzeitig sehe ich auch, was eben nicht getan wird von der Politik. Und das natürlich macht mich schon ein bisschen wütend. Es ist für mich halt meine große Leidenschaft, mich klimapolitisch zu engagieren, weil ich eben denke, dass es nicht unbedingt nur was bringt, wenn ich persönlich in meinem Leben darauf achte, Bio zu kaufen, sondern ich denke eben, es braucht einen viel, viel größeren Wandel. Die Veränderung des Klimas, sie bereitet Lia und Kira große Sorgen. Vor 3 Jahren hatten beide ihre ersten Berührungspunkte mit Fridays for Future. Und daraus habe ich eben den Schluss gezogen, dass ich als Person, die eben in Deutschland wohnt, die eben Privilegien hat, dass es meine Verantwortung ist, etwas dagegen zu unternehmen. Wir machen was. Wir wollen dem Thema begegnen. Und das ist was, wo man dann gemeinsam so eine Energie entwickelt. Eine Energie, die sie ausgelöst hat. Greta Thunberg. Statt zur Schule zu gehen, demonstriert die damals 15-Jährige im August 2018 vor dem schwedischen Parlament allein für mehr Klimaschutz. Der Anfang der Fridays for Future-Bewegung, die sich rasend schnell ausbreitet. Weltweit folgten Menschen in mehr als 2400 Städten dem Aufruf von Fridays for Future. 2019 der Höhepunkt der jungen Protestbewegung mit Millionen auf den Straßen, auch in Deutschland. Und Sie als Schülerinnen mit dabei. Ja, das war die erste große Protestbewegung irgendwie in meiner Lebzeit. Du kommst auf die Straße und da sind 10, 20, 30.000 Leute. Also, dass ich weiß, überall auf der Welt wird demonstriert. Das ist eine internationale Bewegung und das ist wirklich relevant und wirklich wichtig. Doch dann kommt Corona. Fridays for Future muss sich neu aufstellen. Demos nur noch schwer möglich. Im Moment, wo wir an einem super hohen Punkt waren und dann war einfach runter auf null. Das war schon irgendwie frustrierend. Die Teilnahme an Protestaktionen sinkt rapide. Auch nach eigenen Angaben der Fridays for Future Bewegung. Von fast 4,3 Millionen Teilnehmenden im September 2019 geht es runter auf nur noch gut 500.000 im März 2022. In diesem September ziehen in Frankfurt am Main nach Polizeiangaben 1.200 Menschen, unter anderem durchs Bankenviertel. Lia zeigt uns Bilder. Vor einem Jahr aber waren es noch 6.000 Teilnehmende. Mit den Nachwirkungen der Pandemie ist eben so ein bisschen so eine Frustration in der Bevölkerung da und so ein bisschen so eine Resignation, dass Leute einfach denken, okay, das bringt doch sowieso alles nichts, während gleichzeitig die Probleme immer schlimmer werden. Ein Stimmungsbild zum Klimaschutz, das auch viele andere junge Menschen bestätigen. Man hat irgendwie mehr so eine Akzeptanz. Okay, man kann irgendwie nicht wirklich was ändern. Also man sollte schon ein bisschen drauf achten. Aber ich finde, man sollte es auch nicht so überstrapazieren. Es spielt eine sehr wichtige Rolle, aber ich denke auch, dass es so ein bisschen untergegangen ist durch die aktuellen Situationen mit dem Krieg. Ich muss einfach ehrlich zugeben, dass ich mich momentan mit anderen Themen eher beschäftige.
Fridays for Future wolle nun wieder mehr an Schulen gehen, sagen Kira und Lia. Neuer Schwung sei dringend nötig, auch im Hinblick auf die 27. Weltklimakonferenz in Ägypten, die sie äußerst kritisch sehen. Ich glaube, nach 27 COPs kann man irgendwie sagen, dass es wenig gebracht hat. Das ist dann eigentlich nur eine PR-Veranstaltung und eine Greenwashing-Veranstaltung. Das Gastgeberland Ägypten schließt praktisch die Zivilbevölkerung aus. Die Leute, die sich da politisch engagieren, sitzen im Knast. Gleichzeitig weiß ich, dass international bei Fridays for Future auch Menschen dahin gehen und auch versuchen, da das zu bewegen, was geht. Und auch Lia und Kira werden in jedem Fall weiterkämpfen für den Klimaschutz. Für den Klimaschutz kämpfen, das passiert auf den UN-Klimakonferenzen schon seit 1979. Damals noch ganz anders, erstmal recht klein, nur mit Expertinnen und Experten, ohne Politik. 1992 war dann der Startschuss für die Klimakonferenzen, wie wir sie heute kennen. 1992 beschloss der Erdgipfel in Rio de Janeiro die UN-Klimarahmenkonvention. Als erste internationale Vereinbarung sieht sie den Klimawandel als Problem an und fordert zum Handeln auf. Die Vertragsstaaten treffen sich seit 1995 jährlich zur Weltklimakonferenz, der COP, Conference of the Parties. Die COPs mit bis zu 40.000 Teilnehmenden werden vom UN-Klimasekretariat in Bonn mit vorbereitet. Die wissenschaftlichen Grundlagen für die Beschlüsse der COPs liefert der Weltklimarat IPCC. Die COPs sind das Instrument der internationalen Klimapolitik. Ihre Aufgaben? Aktivitäten der Vertragsstaaten prüfen, Schritte für mehr Klimapolitik beschließen, Klimaschutz und Anpassung im globalen Süden finanzieren. Die 198 Vertragsstaaten inklusive der EU schicken Regierungsvertreter und Staatschefs, die Beschlüsse einstimmig fällen müssen. Nichtregierungsorganisationen und Medien begleiten die Verhandlungen, auch jetzt auf COP27 in Ägypten. So eine Nichtregierungsorganisation, die auf dem Klimagipfel dabei ist, ist Greenpeace. Ich spreche gleich mit dem Geschäftsführer. Vorher gucken wir aber mal, wo wir eigentlich gerade stehen. Was wurde auf der letzten Klimakonferenz in Glasgow erreicht? Es war der übliche Verhandlungsmarathon. Am Ende gab es 2021 in Glasgow aber doch eine einstimmige Erklärung. Fast 200 Länder wollten die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Aber nicht jeder mochte applaudieren, denn der weltweite Ausstieg aus der Kohle scheiterte kurz vor Schluss an Indien und China. Die wollten statt einen klaren Abbau zu fordern, nur eine schrittweise Reduzierung. Frust beim EU-Kommissar für Klimaschutz. Wir wissen, je länger wir mit dem Kohleausstieg warten, desto größer wird die Last für unsere Umwelt. Und dasselbe gilt auch für die Wirtschaft. Doch der Kohleausstieg wurde verwässert. Besonders arme Inselstaaten waren enttäuscht. Es war ein Lichtblick, den wir stolz mit nach Hause nehmen wollten. Es tut sehr weh, dass er nun gedimmt worden ist. Auch Umweltschützer hatten sich konkretere Maßnahmen gewünscht, so etwa Martin Kaiser von Greenpeace. Ich glaube, diese Konferenz hat gerade am Schluss noch mal deutlich gemacht, dass auf der einen Seite die Dringlichkeit, jetzt endlich zu handeln und die Welt unter 1,5 Grad zu stabilisieren, eine humanitäre Aufgabe ist, global. Und auf der anderen Seite wird es blockiert von Wirtschaftsinteressen. Abstriche gab es auch bei der finanziellen Unterstützung für Entwicklungsländer. Die deutsche Umweltministerin dagegen lobte die Glasgower Beschlüsse. Es ist ein großer Schritt nach vorne. Es waren sehr, sehr schwierige Verhandlungen. Und sie waren bis in die letzte Minute hinein schwierig. Aber es ist gelungen. Der Wert der Beschlüsse von Glasgow steht und fällt freilich mit ihrer konkreten Umsetzung. Ja, wie viel davon wird in die Tat umgesetzt? Dazu sprechen wir jetzt mit Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Herr Kaiser, wie geht's Ihnen, wenn Sie die Bilder vom letzten Jahr noch mal angucken? Ja, ich war ja selber in dem Raum. Die Bilder wurden ja gerade gezeigt. Und es war schon damals klar, es wird ein extrem schwerer Kampf, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Und wenn ich jetzt zurückdenke, nach diesem Jahr, wo Russland gegen die Ukraine den Krieg eröffnet hat, mit den ganzen Folgen für die Energieversorgung hier in Europa, weltweit, dann glaube ich, wird der Kampf jetzt bei der nächsten Vertragsstaatenkonferenz umso anstrengender werden.
Denn wieder einmal werden wirtschaftliche Interessen vor den Klimaschutz gestellt. Ja, was werden Sie denn jetzt konkret machen auf der Klimakonferenz? Wie wollen Sie da Einfluss nehmen? Wir haben eine ganz klare Forderung an Olaf Scholz, der ja auch zu der Konferenz kommen wird, dass Länder wie Deutschland jetzt sehr viel mehr Verantwortung übernehmen müssen für die Menschen, die wir momentan auf der Flucht sehen. In Pakistan, wo riesige Überflutungen klimabedingt Haus und Hof verloren haben. Aber eben auch Länder wie Deutschland und andere Industrieländer, die endlich konsequent aussteigen müssen aus der Verbrennung Kohle, Öl und Gas. Und da sehen wir wieder einige Rückschritte in den letzten Monaten. Wenn man mal ganz ehrlich auf diese Konferenzen guckt, bringen die überhaupt was, wenn man seit Jahren sieht, dass die meisten Länder sich überhaupt nicht an das halten, was sie beschließen? Es geht viel zu langsam, was den internationalen Klimaschutz angeht. Trotzdem sind diese Konferenzen eminent wichtig, denn es ist das einzige Moment im Jahr, wo sich jedes Land global mal rechtfertigen muss dafür, ob sie genug getan haben. Und für Deutschland kann ich ganz klar sagen, es wird nicht genug getan. Und da muss, glaube ich, der Bundeskanzler kommende Woche ein klares Signal setzen, dass er trotz Krisenbewältigung bei Energieversorgung und Krieg den Klimaschutz wirklich ins Zentrum seiner Politik stellt. Ja, was glauben Sie denn? Die Voraussetzungen, die sind ja gerade alles andere als gut. Sie haben es gesagt, die Energiekrise, der Krieg. Was kann man da von der Konferenz in Ägypten überhaupt erwarten? Gerade in Krisenzeiten ist ja eine große Chance auch, jetzt wirklich Maßnahmen zu treffen, die in eine andere Richtung dann gehen werden. Und wir sehen ja, die Abhängigkeit von Russland, was Gas, aber auch Kohle und Öl angeht, hat ja gezeigt, wir sind viel zu abhängig von diesen Importen. Und je schneller wir jetzt auf die Energieversorgung mit Sonne und Wind umstellen, desto unabhängiger werden wir und desto weniger abhängig von diesen Autokraten. Dankeschön an Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Sehr gerne. Es ist schwierig, wenn fast 200 Staaten mit unterschiedlichsten Interessen miteinander verhandeln. Die Klimakonferenzen enden häufig mit einem Minimalkompromiss. Gucken wir mal, was schon geschafft wurde und was auch nicht. Es begann in Rio de Janeiro 1992 auf der ersten UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Die Warnungen vor den Folgen des Klimawandels waren unüberhörbar. Als Folge des Treibhauseffekts und des Meeresspiegelanstiegs könnte mein Land, die Malediven, im Laufe des nächsten Jahrhunderts von der Erde verschwinden. Die Staatengemeinschaft beschloss, angesichts von Umweltkatastrophen, eine internationale Klimapolitik. Klimaforscher forderten konkrete Maßnahmen. Auf der Umweltkonferenz 1995 versprach Deutschland eine Verringerung der Treibhausgase. Doch es dauerte zwei weitere Jahre, bis sich insgesamt 38 Industrieländer in Kyoto 1997 der Verpflichtung anschlossen. Decided. Allerdings, die USA haben den Vertrag nicht ratifiziert. Dafür bekam später der amerikanische Chefunterhändler die Quittung in Form einer Torte. Doch auch andere Staaten hielten sich nicht an die eigenen Versprechen. Schwellenländer wie China stießen sogar deutlich mehr CO2 aus als vorher. Und Kohle-, Öl- und Gasindustrie nährten immer wieder Zweifel, ob der Klimawandel überhaupt menschengemacht sei. Die Umweltverhandlungen waren festgefahren. Erst in Paris kam es zum Durchbruch. Dabei spielte eine Koalition der USA mit China eine entscheidende Rolle. Die Staatengemeinschaft vereinbarte, die Erderwärmung möglichst auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Langfristig soll die Welt klimaneutral werden. Auch wegen Donald Trump waren die Verhandlungen dann wieder festgefahren. Klimaforscher warnen: Wenn wir mit dem Tempo weitermachen, werden wir die Pariser Klimaziele einfach nicht erreichen können. Und wir dürfen nicht bedenken, dass der Ausstoß weltweit von Treibhausgasen immer noch steigt. In Sharm el-Sheikh müssen die Staaten erklären, wie sie ihre eingegangenen Verpflichtungen in die Tat umsetzen. Die Zeit drängt. Und wir sprechen darüber mit Anna Löhmann, Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt. Frau Löhmann, Deutschland hat seine Klimaziele verpasst. Wie will Deutschland auf der Klimakonferenz auftreten, wenn wir es noch nicht mal schaffen, ein simples Tempolimit einzuführen?
In der Tat ist die Lage sehr ernst und wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben es auch geschafft, in diesem Jahr gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich neue Maßstäbe zu setzen, sodass wir unser Ziel, dass wir bis 2030 80% der Stromversorgung in Deutschland mit Erneuerbaren sicherstellen können, dass wir das erreichen können. In anderen Bereichen, wie in dem Verkehrsbereich, den Sie angesprochen haben, da müssen wir in der Tat noch deutlich mehr tun und ich erwarte, dass dazu auch der Verkehrsminister noch weitere Vorschläge macht. Sie haben das jetzt sehr positiv formuliert. Ich würde mal sagen, der Klimaschutz ist durch den Krieg in der Ukraine gerade eher ins Hintertreffen geraten. Die Kohle ist wieder auf dem Vormarsch. Europa kauft Fracking-Gas aus den USA. Als Vorbild fahren wir ja nicht gerade zur Konferenz, oder? Naja, also wir müssen jetzt gerade alles dafür tun, dass von Sharm el-Sheikh eben das Signal ausgeht, jetzt erst recht. Nämlich, dass wir sehen, dass diese Energiepreiskrise, die wir gerade global haben, ausgelöst durch Putins Angriffskrieg, dass die auch wirklich eine Krise ist der Fossilen und uns darin bestärken muss, schneller rauszukommen aus den fossilen Energieträgern und auf Erneuerbare umzustellen. Und wir haben es schon auch durch den Einsatz der Bundesregierung geschafft, dass wir zusammen in der EU zum Beispiel in den verschiedenen Maßnahmen, die wir da ergreifen, auch ganz klar ein Zeichen setzen, dass der Energieverbrauch runtergehen muss und dass wir aus dieser Krise nur rauskommen, indem wir auf erneuerbare Energien setzen. Und das betone ich zum Beispiel auch immer wieder in meinen ganzen Reisen in Europa und in anderen Ländern, um deutlich zu machen, hier liegt die Zukunft und nur so können wir vermeiden, dass wir nochmal durch solche Energiepreisschocks durchgehen. Mehr Klimaschutz kann es ja nur geben, wenn wirklich alle zusammen handeln. Zum Beispiel die Industrie, da wandern sonst die Unternehmen dorthin ab, wo es die wenigsten Klimaschutzauflagen gibt. Ist das nicht reine Utopie, dass da wirklich mal alle an einem Strang ziehen? Nein, das ist es nicht. Wir haben einige Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Es wurde ja auch gerade in Ihrem Einspieler gezeigt, wo wir gestartet sind, wo wir jetzt sind. Das Tempo ist nur viel zu langsam und es ist wirklich, die Lage ist sowas von verdammt ernst. Wir haben die Überschwemmungen gesehen in Pakistan. Ich war gerade hier bei mir im Wahlkreis im Wald und habe die Schäden da gesehen, die nochmal durch diese ganzen Dürresommer angerichtet worden sind. Also wir sind mitten in der Klimakrise. Und diese Dringlichkeit, die wird, glaube ich, mittlerweile auch allen Staats- und Regierungschefs weltweit immer deutlicher. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, gerade wenn wir auch in Sharm el-Sheikh gute Angebote auch machen, wenn es um das Thema auch der Solidarität mit den vulnerabelsten Ländern auf der Welt geht, dass wir da wirklich auch ein Stück weiterkommen, um uns gemeinsam auch darauf zu einigen, dass wir jetzt wirklich ins Umsetzen kommen müssen und dass wir ein ambitioniertes Arbeitsprogramm brauchen, um bis 2030 die weltweiten Emissionen zu halbieren. Sie haben ja gerade das fehlende Tempo angesprochen. Wie wollen Sie denn jetzt Tempo reinbringen in Sharm el-Sheikh? Indem wir eben zum einen ganz klar, wie ich gerade schon gesagt habe, das Thema der Ambitionen und der Umsetzung nach vorne schieben. Also dass wir wirklich sagen, alle Länder müssen auch auf den Tisch legen, konkrete Programme, wie sie ihre Verpflichtungen, die sie in Paris eingegangen sind, eben auch umsetzen wollen. Und zum anderen, indem wir auch gerade Entwicklungs- und Schwellenländern deutlich entgegenkommen, indem wir sagen, wir hören euch, wir verstehen euch. Viele der Schäden und Verluste, die ihr gerade hinnehmen müsst, sind menschengemacht durch die Klimakrise und wir stehen euch solidarisch bei der Seite, um diese auch zumindest, soweit es überhaupt geht, zu kompensieren und weiter voranzukommen. Dankeschön, Anna Lührmann, Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt. Danke auch. Wir alle können auch mal sagen, mir reicht's. Ich will nichts mehr wissen über den Klimawandel. Mir wird's zu viel. Meteorologinnen und Meteorologen können das nicht. Sie sehen jeden Tag, wie sich das Wetter über die Jahre verändert und sind deswegen oft große Verfechter des Klimaschutzes. Wie gucken Sie auf die Klimakonferenz? Wir fragen nach bei Meteorologen aus Ghana und Taiwan. Hello everyone, I'm Qi Mingpeng from Taiwan, and actually I'm a meteorologist and also weather presenter on TV. However, every COP, it seems the conclusions
next COP will be have a good conclusion. So the really, we don't want the just like politicians slogan. We want to do something, especially in some country, we have lots of disaster. How to make the disaster smaller, especially the elderly, the poor people, how to help them to prevent from the natural disaster is very important. Hello everyone, my name is Felicity Ahafienyo from Ghana and I work with the Ghana Meteorological Agency for the past 23 years as a weather forecaster. It is my desire, it is my wish that we will take a decision that will save our mother earth, that will reverse the clock in terms of climate change. Weather affects all of us because it is something that generates, give us food, give us energy, give us every other things that we need. So please take a good decision today and let's help the earth. Und nächste Woche hören wir einen Meteorologen aus Argentinien zum Thema Klimagerechtigkeit. Ja, viele Erwartungen an die Weltklimakonferenz. Fragen wir mal bei jemandem nach, der schon bei 25, also fast allen Klimakonferenzen, als neutraler Beobachter war und auch nach Sharm el-Sheikh reisen wird. Wir sprechen mit Werner Eckert, ARD-Klimaexperte. Herr Eckert, kann denn eine Konferenz, an der so unterschiedliche Staaten mit so unterschiedlichen Interessen teilnehmen, überhaupt erfolgreich Klimaschutz machen? Ja, das kann sie, wenn man mal guckt, wo wir vor dieser Klimakonferenzserie standen. Da war die Welt auf einem Weg zur Erwärmung um 6 Grad. Dann sind wir jetzt mit 2,5 Grad, die erreichbar sind, schon einen guten Schritt weit gekommen. Die Fortschritte sind zwar klein bei jeder einzelnen Konferenz, aber über die Zeit hat das tatsächlich etwas gebracht, auch wenn immer nur Beschlüsse möglich sind, die alle mittragen können. Es darf ja keiner widersprechen bei diesen Konferenzen. Das macht es natürlich schwer. Was würden Sie sagen, ist die Klimakonferenz das Richtige an dieser Stelle? Ist, bräuchte man vielleicht mal ein ganz anderes Format, damit es womöglich einfach mal schneller geht? Das hat man alle schon überlegt. Koalitionen der Willigen. Das Problem, es gibt keine Willigeren als die, die auch bei den UN-Verhandlungen dabei sind. Man hat über G7 und G20 überlegt. Da sind aber immer nur einige Staaten dabei. Das reicht nicht, um das Problem, das ein globales Problem ist, zu lösen. Also die UN-Klimakonferenzen können die Welt alleine nicht retten. Das müssen die Staaten schon zu Hause tun, denn das ist keine Weltregierung, sondern da sitzen eben fast 200 souveräne Staaten zusammen, die alle zu Hause selbst entscheiden, was sie tun. Aber die Klimakonferenz bildet den Vertrauensrahmen und den Rechtsrahmen, in dem das alles passiert. Und das ist viel, aber das ist auch gerade alles, was diese Konferenz kann. In diesem Jahr steht die Klimakonferenz ja stark unter dem Eindruck des Kriegs. Macht das dann alles noch schwieriger? Ja, macht es. Die geopolitische Situation ist natürlich, sagen wir, herausfordernd. Das macht es nicht einfacher. Aber die Tatsache, dass die sich da treffen in Sharm el-Sheikh, ist ja ein Zeichen dafür, dass alle weiter dazu stehen, dass sie multilateral alle gemeinsam an diesem globalen Problem arbeiten wollen. Das ist schon mal ein Erfolg an und für sich. Und was man aus den Vorkonferenzen gehört hat, sind auch Staaten wie Russland zum Beispiel durchaus interessiert, hier weiterzumachen. Einfach, weil Russland es sich auch nicht leisten kann, internationalen Fortschritt beim Klimaschutz zu behindern. Das würden die ärmeren Staaten dieser Welt ihm übel nehmen. Und Russland braucht auch Verbündete, zumindest neutrale Staaten. Und das gerade in der dritten Welt. Und China hat zwar Kontroversen mit den USA, aber immer gesagt, wenn es um Klima geht, sind wir bereit, ein bisschen über solche Dinge hinwegzuschauen, weil wir einfach wissen, dass wir diese Probleme gemeinsam lösen müssen und nur gemeinsam lösen können. Dankeschön. Werner Eckert, Klimaexperte der ARD. Das war's von unserer ersten Sendung Klimazeit. Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche wieder dabei. Dann natürlich mit allen aktuellen Infos von der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Tschüss und bis dann.